Explosionen im Paradies. An manchen Tagen geht es Schlag auf Schlag, hier im seichten Wasser der Lagunen von Palawan. Gummi von abgelatschten Flipflops brauchen die Dynamitfischer. Vicente und Inocencio für ihre zutiefst heimtückische Fangmethode. Außerdem ein paar Flaschen Brandy, Whisky, Rum. Hier, wir nehmen so eine Brandyflasche, spülen sie aus und füllen sie zur Hälfte mit Sand. Obendrauf kommt ein Böller, den wir mit dem Gummi von den Flipflops abdichten. Dem Sand haben die Fischer Dünger beigemischt. Dünger aus dem Supermarkt. Erst so entsteht ein explosives Gemisch. Vicente hat schon hunderte solcher Sprengsätze gebaut, gezündet von einem Böller im Flaschenhals. Die Zündschnur darf nicht zu kurz sein. Die Flasche soll ja nicht zu früh explodieren. Wir müssen weit genug weg sein, wenn die Bombe hochgeht. Die Menschen hier an den Ufern der Sulusee leben seit Jahrhunderten vom Fischfang. Das Dynamitfischen ist zwar illegal, aber die große Ausbeute hilft, die kinderreichen Familien zu ernähren. Fischer Vicente hat seine eigenen Warnungen wohl überhört. Am Morgen wollte er die Bomben vom Vortag verfeinern. Die Sprengladung hat beinahe seine rechte Hand zerfetzt. Seine Frau ist sauer und auch ein bisschen besorgt. Drei Finger stecken in einem blutverschmierten Verband. Ich wollte ausprobieren, wie schnell der Böller explodiert. Er ist dann wohl zu schnell explodiert. Vielleicht war die Zündschnur doch zu kurz. Ich habe das so häufig gemacht, aber diesmal ist wirklich was schiefgegangen. Vicente bleibt heute in seiner Bambushütte. Die anderen Dynamitfischer machen ihre Boote bereit. Am Horizont erhebt sich die Hügelkette des Mount Kapuas, ein Schutzgebiet für seltene Tier- und Pflanzenarten. Dort liegen auch die Fanggründe der Dynamitfischer. Im Korallendreieck zwischen Indonesien, Papua-Neuguinea und den Philippinen hat sich eine einzigartige Unterwasserwelt entwickelt. Die Korallenriffe sind die Kinderstube der Weltmeere. Hier fängt alles Leben an. Schildkröten, Barracudas, Clownfische. Der Fischreichtum im warmen Wasser des Pazifiks sichert das Überleben von Millionen Menschen. Doch der einmalig schöne und wichtige Lebensraum droht für immer verloren zu gehen. Rinaldo ist der verwegenste der Dynamitfischer. Drei Wochen saß er schon im Knast, erst der Bürgermeister hat ihn rausgeboxt, gegen das Versprechen, nie wieder mit Dynamit zu fischen. Manchmal beuge ich mich über Bord und gucke mit der Taucherbrille runter, ob ich einen Fischschwarm erkenne. Aber meistens stehe ich am Bug und halte von dort Ausschau nach einem Schwarm. Das Dynamitfischen folgt einem genau einstudierten Plan. Mit einem Paddelboot setzen sich die Männer lautlos über die Fischschwärme. Im seichten Wasser zwischen Felsen und Korallen. Dann fliegt die erste Brandybombe. Die Flaschenbombe hat die Sprengkraft einer Handgranate. Genauso tödlich. Taucher gehen von Bord mit einfacher Tauchermaske und selbstgebauten Flossen. Die Flaschenbomben töten nicht nur sämtliche Fische. Sie pulverisieren vor allem die Korallenriffe und damit den wichtigsten Rückzugsraum so vieler Fischarten. Dynamitfischen ist deshalb so beliebt, weil es so einfach ist. Und weil du viel Geld damit machen kannst. Eine Explosion und du hast jede Menge Fisch. Du musst ihn nur aufsammeln. Für heute sind alle Bomben geworfen. Rückkehr nach Haus. Selten werden die Dynamitfischer von der Polizei erwartet
Zu groß ist das Fanggebiet. Gib mal ein, fang mal ein. Die Fischhändlerin aber ist sehr wohl ans Ufer gekommen. 11 Kilo Anchovies kann Innocencio verkaufen. Wir haben nicht so viel gefangen, wie ich erwartet habe. Aber ich bin zufrieden. Alles über 10 Kilo ist okay. Am Abend stehen bei den Dynamitfischern schon wieder neue Flaschen auf dem Tisch. Sogar Vicente, der verletzte Bombenbastler, feiert mit. In die Partylaune mischen sich auch Zweifel. An den Küsten Südostasiens gilt inzwischen ein Viertel aller Korallen als zerstört. Dynamitfischen ist halt überall verbreitet. Und wenn wir weiter so böllern, dann gibt es bei uns irgendwann keine Fische mehr. Heute Abend werden die Brandyflaschen geleert und vielleicht schon morgen wieder gefüllt mit Sand und Dünger. Kleine, einfache Bomben. Welch ein Unglück für die Unterwasserwelt des Pazifiks.